Niro EP und ich begrüße euch zurück zu Leo Star Wars die Skywalker Saga. Ja, wir haben in der letzten Folge noch ein bisschen so, weiß nicht, erkundet, paar Sachen herausgefunden und Rätsel gelöst und so. Und ja, heute, wie angekündigt, machen wir weiter mit Episode 3 von Star Wars die Lego Skywalker Saga, die Lego Walker Saga. Und ja, cool. Wir guck mal, was heute in Episode 3 passiert. Ich habe offscreen so ein bisschen hier die ganzen Level noch mal gespielt, die ganzen Story Levels von Episode 1 und 2. Und ich habe Folgendes gemacht. Man kann nämlich die Gerüchte ja nachgucken, ne? Man kann ja die Gerüchte hier bei Herausforderungen kann man ja so nachgucken und da kann man dann auswählen, ja, ob man das Gerücht freischalten will, ne? Und das habe ich mal offscreen gemacht. Und was das dann macht, ist wortwörtlich einen zu sagen, was man machen muss. Und das hat es ein bisschen einfacher gemacht. Ich bin jetzt, glaube ich, Episode 2 habe ich, glaube ich, jede Herausforderung abgeschlossen. Ich glaube, Episode 1 auch. Weiß ich nicht. Ne, ich glaube, Episode 1. Doch, ich glaube, Episode 1 auch. Weiß ich gar nicht. Also ja, ich habe alle Herausforderungen abgeschlossen, was mir in fast jeder Level noch mal einen zusätzlichen Kaiberstein gegeben hat. Ne? Ich habe noch nicht offensichtlich alles hier freigeschaltet, weil halt, ja, da gab es halt noch so Schrottsammler Sachen und was weiß ich nicht alles, die man noch nicht, womit man nicht interagieren konnte, deswegen da konnte ich noch nichts machen. Aber ja, die Herausforderungen habe ich alle abgeschlossen, wenn ich mich nicht irre. Also da ist schon mal gut, ne? Da haben wir das schon mal hinter uns, ne? Kann ich auch gleich mal zeigen hier alles, ne? Aber jetzt machen wir erstmal und starten Episode 3. Ja, befinden uns bei 19,02%. Das ist, glaube ich, der 18. Part, ne? Wir hatten uns, glaube ich, relativ gut, ne? So, da waren wir stehen geblieben, das haben wir gemacht. Man sieht hier, ich glaube, das hat irgendwie so einen Einfluss auf die Prozentzahl gehabt, ne? Wir haben 98,4%, das ist eigentlich, wir haben schon alles abgeschossen, sehr cool. Ich weiß nicht, ob das die Geschichtsdinger sind, nur sind oder so, aber keine Ahnung. Gucken wir mal. So, wir gehen hier in Episode 3, die Rache des Sith, die Szene. Da kam ja vor kurzem diese richtig coole Animation raus hier, Battle of the Heroes im Clone Wars Style. Tut jetzt jeder irgendwie drauf reagieren, der irgendwie halt sich für Star Wars interessiert und jeder findet das klasse. Und ja, ich fand das auch gut, ich habe auch angeschaut. Und ja, riesiger Spoiler übrigens. Hier schon direkt hier finale Kampf gespoilert. Hier sieht man ja den Anfang, hier sieht man so die Mitte und hier, oh, passt ja eigentlich dann, ne? Cool. Gut. Ich bin diesmal vorbereitet, ne? Ich gehe nämlich hier rein. Wir drücken die Rache der Sith. Beginn Episode 3. Das ist meine Lieblingsepisode übrigens. Und ja, diesmal bin ich vorbereitet, ne? Hier, pass auf. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Boom. Und wir machen jetzt einmal kurz den hier, ne? Und tun mal das hier überspringen. Ich werde euch mal vorlesen, was da passiert. Der Grund, warum ich das hier mache, ist, weil YouTube immer am Meckern ist, egal was ich mache, ne? So, Episode 3, die Rache der Sith. Krieg. Die Republik zerfällt unter den Angriffen des unbarmherzigen Sith-Lords Count Dooku. Es gibt Helden auf beiden Seiten, das Böse ist allgegenwärtig. Mit einem überraschenden Schachzug gelang es dem teuflischen Druidenführer General Grievous, in die Hauptstadt der Republik einzudringen und den Vorsitzenden der galaktischen Senats, Kanzler Palpatine, zu entführen. So, der Grund, warum ich das jetzt hier nicht zeige, ist... als die Droidenarmee der Separatisten versucht, mit ihrer wertvollen Geisel aus der belagerten Stadt zu fliehen, führen zwei Jedi-Ritter die verzweifelte Mission zur Rettung des gefangenen Kanzlers an. Also eine Lücke dazwischen, deswegen weiß ich. So, der Grund, warum ich das hier nicht zeige, ist, weil YouTube immer meckern ist. Ich habe letztens irgendwie stumm geschaltet, hat nicht funktioniert, da hat es immer noch hier gemeckert in Sachen Video, ne? Also nur stumm schalten reicht auch nicht, oder das Video ist irgendwie hier Urheberrecht geschützt. Das heißt, ich kann noch nicht mal das Video zeigen. Also ja, deswegen muss ich jetzt hier aber kurz wegschneiden, ne? Werde ich jetzt beim nächsten Mal auch immer machen, ne? Wenn YouTube immer noch was zum Meckern hat, dann weiß ich auch nicht. Das ist alles computergesteuert, ne? Diese Überprüfung und so. Meister, General Grievous Schiff befindet sich direkt voraus. Da sind sie. Leute, ihr seid die Besten. Ihr könnt den Kampf bis zum Ruhestand durch
Oh mein Gott. Oh, die haben nicht die eine Szene. Das ist where the fun begins. Die haben die Szene nicht gezeigt. Jetzt haben wir deren ikonischsten Designs, finde ich. Obi-Wans und Anakins. Oben in diesem Turm. R2, bleib hier und leite uns. Alles klar. Kein Grund für weiteren Aufruhr. Holen wir uns einfach still und heimlich den Kanzler. Cool. Oh, ich liebe es. Wir sind in Episode 3 angekommen. So, und jetzt passt auf, ne? Ich habe natürlich nicht viel gemacht auf Screen, ne? Außer ja, doch habe ich schon, ne? Ihr habt es vielleicht oben links schon gesehen, ne? Ich zeige es euch noch mal, ne? Ich sammle mal irgendwas hier ein. Irgendein Stein, gib mir bitte einen Stein irgendwo. So. Mal 384. Ich bin schon ein wahrer Meister. Ich habe schon alle drei abgeschlossen. Ja, der Grund dafür ist, weil ich ja, ich habe so ein bisschen gefarmt, ne? So ein ganzes Zeit bin ich. Eigentlich habe ich gar nicht so viel gefarmt, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Wie gesagt, ich habe die ganzen Herausforderungen hier gemacht. Ja, ich habe sie alle abgeschlossen, ne? So, ich kann euch mal zeigen, was ich hier machen soll. Ja, das wird vielleicht ein bisschen spoilern, was hier so in Zukunft kommt, aber wenn man hier X gedrückt hält, dann kann man die Gerüchte freischalten, ne? Mache ich mal kurz. Boom. Und da aktiviere den freundlichen Geschützdruiden. Oh. Und da kann ich dann mal alles aktivieren. Sieger einen feindlichen Druiden durch einen Druiden seiner eigenen Art. Und boom. Besiege die Druidika, wie ein wahrer Schurke es tun würde. Ja, ich habe so das Gefühl, die kann ich nicht machen. Einfach nur, weil das eine ist irgendwie eine Voraussetzung, dass ich ein Druide spiele. Ne? Das andere ist hier, nehme ich an, muss ich einen Schurke spielen? Keine Ahnung. Also ja, aber so werde ich das jetzt wahrscheinlich am Anfang immer machen, weil ich mein Einkommen an Steine ist jetzt so hoch. Es macht keinen Sinn, das jetzt nicht für mich irgendwie freizuschalten, ne? Also ja, das ist schon mal cool, ne? So, und so habe ich das halt mit den ganzen anderen Episoden gemacht, ne? Ich bin da reingegangen, habe hier geguckt, so, ah, was muss ich denn hier machen? Mach Maul zu, ne? Genug gemault. Besiege darf Maul in weniger als 10 Minuten. Das war gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Schluss mit Hilfe, er macht 5 Druiden vom Steg, ne? Habe ich die ganzen Sachen hier gemacht, ne? Weiche 3 Angriffe des OP Killerfischs aus. Besiege den OP Killerfisch ohne Schaden zu nehmen. Weiche 3 Angriffe des Cola das Kolo Clownfisch hintereinander aus. Unter Ifren schlagt die ultimative Rundenbestzeit 75 Sekunden. Verwende in der dritten Runde die Wartungsrampe. Verwende in einer einzigen Runde 3 Turbofelder. Ne? Also all die Sachen habe ich hier. Könnt ihr ja mal hier alle anschauen, ne? Boom. Damit ihr mal hier mal lesen könnt, ne? Was ich machen musste, ne? Und ja, das habe ich dann natürlich alles gemacht. War jetzt auch nicht so schwierig, nachdem ich die Gerüchte freigeschaltet habe, ne? Ich habe ehrlich gesagt und ich habe mich noch vorher irgendwie beschwert, wie soll man darauf kommen, ne? Aber ja, ich habe einfach die Gerüchte freigeschaltet und dann ja, ist es relativ easy herauszufinden. Ne? Einige sind ein bisschen unklar gewesen, aber gut. Ansonsten ist das eigentlich relativ easy herauszufinden, finde ich. Und ja, so werden wir ab jetzt immer machen, ne? Wir gehen in ein Level rein, wir tun alle Gerüchte freischalten, damit wir wissen, was wir so auf was wir irgendwie so ausschalten müssen und dann machen wir das dann, ne? So, mehr habe ich dann auch nicht gemacht. Ich bin in diese eine Story-Mission gegangen. Und zwar, die, genau wie Potrennen, ne? Ich habe die, ich war irgendwie, nachdem ich irgendwie diese ganzen Herausforderungen abgeschlossen hatte, so bei, ich glaube, bei 28 Millionen Steine, ne? Was also die Hälfte war von dem, was ich hier brauchte, um das hier freizuschalten, ne? Boom. Und, da habe ich mir halt gedacht, so gehst du mal in diese eine, in diese Naboo-Mission noch mal rein, weil ich habe so ein Gefühl gehabt, die gibt irgendwie so am meisten Punkte, weil du da voll viel kaputt hauen kannst und so und die auch relativ schnell ist. Und ja, da bin ich noch so 2-3 Mal da reingegangen, war auch relativ kurz, war nicht so schwierig, hat ja, war jetzt nicht so schlecht, ne? Und da bin ich ein paar Mal reingegangen, weil ich war schon bei 28.000, habe ich mir gedacht, so komm, gehst du da noch ein paar Mal rein, damit er auf die 28 Millionen meine ich und grind ist ein bisschen auf die 28 Millionen auf die 48 Millionen hoch und ja, das habe ich dann gemacht und deswegen habe ich jetzt einen 384 Boost von Stein. Ich habe so das Gefühl, Steine werden jetzt nie mehr ein Problem sein in dem Spiel. Also ja, das ist schon ein bisschen krass, ne? Was ich jetzt hier an Einkommen von
von Steinen ab, ne? So, ich nehme an, die Charaktere kann ich nicht wechseln. Ja. So, ich habe mir außerdem vorgenommen, jetzt wo ich mein Einkommen halt so riesig ist, ne, und ich ja immer Millionen von Dinger bekommen werde, habe ich mir gedacht, ich kaufe mir die ganzen Charaktere auch mal hier, ne? Die war, ja, jetzt kann ich natürlich nicht machen, ne? Also das nächste Mal, wenn wir irgendwie mit Charakteren wieder rumlaufen können im freien Spiel, würde ich dann sagen, wir kaufen so gut wie alle Charaktere, die es noch gibt, ne? Damit wir euch auch mal endlich alle haben. Und dann, ja, sollte halt eigentlich mit dem Freischalten alles hier relativ schnell jetzt gehen. Kannst du uns hier rausbringen? Hat er gerade den Channel da gewechselt? Ich hoffe, er weiß, was er tut. Seht ihr, ihr hättet nicht an ihm zweifeln sollen, Meister. Mein Gott. Also dann, R2. Ich nehme an, ich muss. Oh, da war die Batterie. Okay. Cool. Dann. Soll ich so einpacken? Nee. Also, nein, du sollst das schon. Hey, wir sind gewerkschaftlich zu einer Pause berechtigt. So, muss ich das machen? Aber ich habe gedacht, ich hätte das machen müssen. Aber ich nehme an, ich muss ja mit einem Druiden reingehen und einen anderen Druiden erledigen, ne? Moment, wie soll die Druidika wie ein echter Schurke erledigen? Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Jemand, ich muss einen Schurken spielen, also. Na, guck mal, wie viele Punkte wir kriegen. 384. Ich glaube, ich werde viel zu viele Punkte kriegen. Aber ist auch egal, ne? Eventuell müssen wir sowieso alles freischalten, ne? So, hier kann ich zum Beispiel nicht mit interagieren schon. Die geben mir ja schon eine Menge Sachen, mit denen ich noch nichts machen kann, leider. Hm. Ah, die werde ich doch bestimmt für irgendwas brauchen, oder? So, ich habe einige Skills für einige Charaktere übrigens auch hier gelevelt, ne? Ich habe irgendwie für dunkle Macht Blitze habe ich irgendwie die haben irgendwie so einen Effekt, womit man irgendwie hier, weiß nicht, mit der Macht irgendwie mehr Gegenstände oder so. Nein, ich krieg den nicht. Nein. Hey, warte mal, warum steht da? Da steht K.O. für Count Du. Soll das so sein? Oder ist das ein Rechtschreibfehler? Weiß nicht. So. Nein. Ja, was geht? Boom. Eure Spielchen sind erbärmlich. Ihr werdet den Kanzler lieben. Nein, wir schießen auf R2. Wohin jetzt, R2? Ist bestimmt zu ihm wechseln irgendwann, ne? Gibt so viele Sachen, die ich nicht, mit denen ich nicht interagieren kann. Okay. Cool. Also gut, das habe ich als, das sind so unsere Pläne, ne? Wir werden jetzt voll viel Geld hier bekommen, ne? Ich mache mir das Spiel wahrscheinlich irgendwie viel zu einfach, aber wie gesagt, darum geht es ja eigentlich nicht in dem Spiel. In dem Spiel geht es jetzt nicht irgendwie, wie schwierig das ist oder so. Und die Sache ist, es gibt auch nur so Bonus, irgendwie, die du freischalten kannst. Ups, Entschuldigung, wo man keine Ahnung, die Angriffskraft von Lichtschwertangriffen und so was kannst du irgendwie alles erhöhen, wenn ich mich nicht irre. Aber ich habe das Gefühl, dann wird das Spiel irgendwie noch einfacher, ne? Also solche Bonus habe ich mir gar nicht geholt, ne? Kann man kurz zeigen eigentlich. Über Bonus, ne, habe ich hier aber nicht. Was habe ich mir geholt? Ich habe, glaube ich, nur hier für dunkle Seite, ne? Ja.
Mit dem Machtstoß werden mehr Feinde und Gegenstände in einen größeren Radius weggestoßen. Ich habe mir halt geholt, einfach nur um das Farmen ein bisschen einfacher zu machen, ne? Also damit ich irgendwie mehr Gegenstände kaputt mache und dementsprechend mehr Steine bekomme, ne? Aber irgendwie finde ich, irgendwie ist da nicht so ein riesiger Unterschied, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ja, ich sah jetzt nicht unbedingt so einen Unterschied, wenn ich ganz ehrlich bin. So, für jedes habe ich noch gar nichts. So, mehr Schaden. Wir werden stärker. Ich finde jetzt eigentlich gar nichts von denen irgendwie so gut. Wenn ja doch so. Machen wir mal das hier schnelleres Bauen. Wie gesagt, so 50.000, weil weißt du, wie schnell ich die Dinger wieder zurückbekomme. Weil Steinchen, wenn du im Kampf erfolgreich konnt hast. Ja, könnte ich mir auch noch holen, ne? Aber ja, so Steinchen, ich glaube, Steinchen werden jetzt gar kein Problem mehr sein, ne, im Laufe des Spiels. Ne? Ich glaube, dafür haben wir jetzt vorgesorgt. Na, guck mal. Ja, ne, mit der Macht ist das jetzt wieder, ne? Oh, jetzt hat der wieder gebaut. Sag mal, wie viele Dinger ich hier bekomme. Aber für was hätte ich ja sonst irgendwie benutzen sollen, ne? Ah. Aber wofür hätte ich die Dinger alle sonst hier sparen sollen, ne? Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ne? So, kann ich darüber springen? Sieht irgendwie so aus, als könnte ich darüber. Muss ich dahin? Komme ich dann wieder zurück? Ja. So. Ja, ich spüre Count Duke. So wie ich. Gehen wir weiter. Ich spüre irgendwas Warmes. Ja, wie ein echter Schurke. Was soll ich da verstehen? Wir müssen zum Kanzler. Oh, Magna wachen. Wie gerufen, sehr gut, R2. Ich glaube, R2 macht das ganz schön Spaß. Seid ihr jetzt froh, dass er mitgekommen ist? Ziemlich. Was ist das hier? War da irgendwo dran? Nee. Ich weiß gar nicht, warum ich hier nur alles kaputt mache, ne? Wie gesagt, Steinchen brauche ich nicht, ne? Ich brauche jetzt was, 384 Billionen oder so, ja, kriege ich ja locker. Aber ich habe nicht genug Dinger gerade. Hm. So, dann will ich mal gucken, ob ich darüber kann. Steinchen braucht man ja eigentlich nur noch, um irgendwie so Sachen freizuschalten, ne? So Charaktere und jetzt Schiffe und so. Jetzt so, ich. Wo ich darüber nachdenke. Der einzige Grund, warum ich mir diesen ganzen Bonus geholt habe, ist, weil ich einfach nur sicherstellen wollte, ja, mir nicht mehr darum Gedanken machen zu müssen, ne? Wenn ich irgendwie Charakter kaufen soll oder so. Aber jetzt kann ich einfach alles rausballern, was ich will. Ich irre. Steht da noch einer. Oh, ist da wieder so ein. Boah. Okay. Charaktere sehen so komisch aus in Lego Form. Weil natürlich sehen die komisch aus, aber weiß nicht. Meine Klamotten sehen gut aus, nur die Haare und die Gesichter sind immer irgendwie, einfach mich irgendwie so komisch. Sieht für mich immer so komisch aus, ich weiß nicht. Ich bin ja noch mit so ganz anderen Lego-Figuren aufgewachsen, ne? Wo die halt so gelbe Gesichter und so was alles hatten, ne? Da hat sie mal eine Frisur oder so eine verschiedene Frisur oder so, und da war es dann schon, ne? Ja, Obi-Wan, Luke und so, die haben alle die gleiche Frisur gehabt, nur halt eine andere Farbe, ne? Also der ältere Obi-Wan. Dann später der jüngere Obi-Wan, braune Haare, nur so rundlich. Dann Luke, blond, aber ründlich. Und der alte Obi-Wan, also Ben, grau, aber ründlich. Wir sind schon hier. Cool. Mal hier rein.
Also, Kanzler, wir sind hier, um Sie zu retten. Er läuft durch den Park und ist voll stark. Eure Schwerter, meine Herren. Count Dooku. Relativ schneller Rückkampf schon wieder. Meine Kräfte haben sich seit unserer letzten Begegnung verdoppelt, Count. Double the Pride, double the Fall. Was auch immer er gesagt hat. Holt Hilfe. Ihr könnt ihn nicht bezwingen. Er ist ein Sith Lord. Kanzler Palpatine, Sith Lords sind unsere Spezialität. Nein. Komm her, schnell, komm her, schnell. Ich habe einen 384 Boost. Du kannst mir doch gar nichts mehr. Was hat ein daneben? Oh. Aber ja. Dusch. Alter, rennt er weg. Ich gucke mir natürlich jetzt irgendwie voll viele Star Wars Trivia Videos an, als das Spiel angefangen hatte, ne? Und jetzt, ich habe zum Beispiel letztens herausgefunden, dass das irgendwie, weiß nicht, so 200 Jedis hier in der Arena von Geonosis waren, ne? Da mitgekämpft haben, aber es haben irgendwie nur so, ich glaube so 30 oder so überlebt, ne? Da irgendwie 217 waren da ursprünglich. Ich glaube nur 31 oder so haben überlebt. Aber jetzt mal zu Anakin. Er hat ihn ja gefinisht. Ich habe mir ehrlich gesagt mal angeguckt, wie das noch mal aussah. Irgendwie keine Ahnung, ich habe irgendwie so einen Clip online empfohlen bekommen, wo man irgendwie, da war irgendwie so ein Bosskampf von dem ersten Lego Star Wars zwischen hier Anakin und Obi-Wan gegen Count Dooku, ne? Und da war ein sehr viel primitiver Kampf. Der Boss hat irgendwie nur so 4 Lebensbalken oder so, oder musstest du noch 4-mal treffen, dann sind die kaputt. Also ja, kann ich mich dran erinnern. Aber sehen, wenn ich jetzt zu denen gehe, schubst mich einfach runter. Oh ja, der hat halt eigentlich nur immer diesen Angriff gemacht, ne? Weil er irgendwie voll am stärksten war. Immer das hier gespammt. Und die Szene war einfach so schnell, ne? Also Count Dooku liegt schon direkt am Boden. Anakin nimmt 2 Schwerter und haut ihn einfach dann voll eiskalt, so ohne Worte. Ohne gar nichts, ohne Emotionen. Und wir befreien ihren Kanzler und hauen ab. Das ist alles so in so, weiß nicht, in so 5-6 Sekunden alles passiert, ne? Das ist so merkwürdig. Also doch schon so ein bisschen besser, als jetzt hier irgendwie so Ton ist, hier so mit Stimmen und so, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil Anakin kam irgendwie voll eiskalt rüber und emotionslos hier in der Szene. Komm, ich gebe dir ein Händchen. Habe ich gezögert? Dieses Mal nicht. Ja, gib mir anderes Schwert auch. Jetzt ist es weg. Nein. Stimme hört sich ehrlich gesagt ziemlich ähnlich an. Stimme klang ehrlich gesagt ziemlich ähnlich wie die Originalstimme. Oh, ich liebe es, wie die Druiden so viel Emotionen geben hier.
Ja, muss ich das steuern? Nee, nee. Wow. Das ist wie wenn ich mit dem Master am Fliegen bin in Resident Evil 6. Pff. Ich ernenne dich zu meinem persönlichen Vertreter im Rat der Jedi. Der Rat wählt seine Mitglieder selbst, das wird er nicht akzeptieren. Ich glaube schon. Sie brauchen dich. Und wieder eine Bilderbuchlandung. Mehr als du ahnst. Another happy landing. Kanzler Palpatine. Da Palpatine tot ist, wird der Krieg sicher zu Ende gehen. Der Senat wird für die Fortsetzung des Krieges stimmen, solange Grievous am Leben ist. Oh, Anakin. Aha. Du hast mir gefehlt, Padme. Etwas Wunderbares ist geschehen. Oh, das ist wunderbar. Was sollen wir jetzt machen? Anakin! Es ist mir gleich, ob Sie von unserer Heirat wissen. Anakin! Komm, Anakin. Der Rat der Jedi verlangt unsere Anwesenheit. Okay, alles klar. K.O. für Count Du. Jemand ist irgendwie gewollt. Ich verstehe es nur nicht. Nur wegen K.O. Wie viel habe ich gerade? Habe ich da 371 Millionen? Bruder kriegt so. Ich habe jetzt trotzdem die Erfahrungsdinger hier. Ja, die Herausforderung freischalten, habe trotzdem. Ich habe so viele von den Dingen, ich habe auch gar nicht drauf geachtet. Fällt mir gerade auf. Ich habe gar nicht so auf die Dinger geachtet, jetzt wo ich darüber nachdenke, auf diese Kreise. Verdammt. So, und jetzt kommen die ganzen Charaktere, die uns hier auf Kurs und gefehlt haben. B1 Kampfdroide. Palpatine Kanzler. Warum ist denn der dunkle Seite? Von Palpatine persönlich in den Rat ernannt. Held, Commander Cody, okay. Es wird interessant zu sehen, was die alten Jedi dort so treibt. Wir sind nicht alle so alt wie Yoda, weißt du? Aber mit dem Alter. Ich habe jetzt schon so viele Punkte, wie viel ich. Was ich brauche hier, um den letzten Bonus freizuschalten. Gibt's da nicht. Ah, ich wollte mein Lichtschwert wegstecken. So, ja. Nee, immer noch 3 von 10. Was? Also sind ein paar neue Dinge hier aufgetaucht, hier so ein paar neue Steinchen. Nee. Der war glaube ich noch vorher da. Nicht. So, jetzt mal ein bisschen was ausgeben hier. Ja, kann ich immer noch nicht. Aber die Schiffe, die kann ich ja schon mal freischalten, ne? Schiff kaufen. Dann sehen wir die schon mal wenigstens. Ah, 9 Frachter. Und wo ist das hier? Kommt mir gerade jetzt nicht bekannt vor, Ding. So, das heißt Kleingeld, was wir hier noch haben. So, das sind hier die Vorreiter von den X-Wings, ne? Von der Republik hier halt. So. Was sehen wir, wenn ich hier für Gerüchte kaufe? Lass mich mal ausprobieren. A-Flüger. Steht halt dann, wie ich das. Ah, guck mal hier, dann wird mir halt angezeigt, was ich machen muss, ne? Um das freizuschalten, ne? Habe ich mir schon gedacht, aber ich muss ja auch mal gucken, was das ist, ne? So, Count Dokus, Solarsegler, ja. Was ist ja mit diesem Schirm, ne? Darth Maul Scimitar. Das war übrigens ein spielbares Schiff in so einem PS2-Spiel von Star Wars Starfighter. Aber irgendwie, ich glaube, den muss man mit so einem Cheatcode irgendwie freischalten, aber irgendwie auch voll geil. So, Druiden Treijäger, das sind. Ja, genau. Die Dinger. RZ1 A-Flügler. So, oh, die ja. Ja. Von der Republik. Die ganzen Buchstaben fand ich schon immer irgendwie komisch, ne? RZ1A Flügler, ne? Haben nicht einfach nur so Sternjäger oder irgendwie so, ne? Okay, wir haben die nicht alle so Namen. Okay, Shuttle der Handelsföderation. Ah, das hat in die Luft geflogen ist, oder?
in Episode 2, glaube ich. Will Todruin, der. Ach, das sind die Dinger. Ja. Davon hatte ich auch einen in Lego. Haha. Aber eine sehr primitivere Version. Oh, Großkampfschiffe, boah, ich. Boah, ich kann es kaum erwarten, bis ich die. Venator, was? Ah, nee, ich dachte erst, aber irgendwie. Todesstern. Ja, Todesstern als. Da gibt es auch die Dings hier. Executor. Oh. Ist das, das ist die von Vader, oder? Also der persönliche Frachter von Vader. Kampfschiff der Handelsföderation. Er hat diese Dinger, ne? Unsichtbare Hand. Ach, das, boah, ich war noch mal. Warte mal, gibt es keinen? Kein Sternzerstörer? Ja, klar, gibt es einen Stern hier irgendwo, ne? Ich glaube, letztens schon mal irgendwo gesehen, ne? What? Imperialer Sternzerstörer? Ah. Okay. Ich kann schwören. Es gibt keine normalen Sternzerstörer. Das halte ich irgendwie für ein Gerücht. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ich habe immer noch voll viel Dinger. Steig ein. Wo müsst ihr hin? Dann gehen wir mal da rein zum Jedi-Tempel. Weiter geht's, ne? Moment, können wir ja, wir haben ja fast alles irgendwie erledigt, was es zu tun gibt im Moment, ne? So Episode 1 und 2 mäßig, deswegen müssen wir weiter. Ja, Story. Also in Sachen kaufen, ja, gibt's jetzt kein Problem. Ich habe mir ehrlich gesagt heute Fun Fact, ich habe mir heute ehrlich gesagt ein Lego Set geholt. Lego Set Nummer, ich weiß ja, Lego Fanatiker, ihr wollt das bestimmt wissen, ne? Lego Set 75372, da sind 8 Figuren mit drin, ne? Ne, 9. Ein Klon Shock Trooper, 3 Clone Trooper, 2 Battle Druiden und 3 Superkampf Druiden, Super Battle Druiden. Dann noch hier irgendwie so eine Art Spin Druide oder irgendwie so hat ein Geschütz, ein Stab und ein Speeder. Ich war 30 €. Ganz ehrlich, das fand ich relativ billig, ehrlich gesagt. Normalerweise hast du irgendwie so ein Set, so 20, 25 € und da sind irgendwie noch 4 Figuren und dann irgendwie ein so ein Speeder und irgend so ein Geschütz drin, ne? Ist irgendwie die doppelte Anzahl drin gewesen, da muss ich zuschnappen. Ich hoffe, mir hat ja wegen den Figuren, da waren halt Klontruppler, die ich noch nicht hatte, musste ich halt haben. So. Oh, warte mal, als Obi-Wan. Kann mich doch nicht hinsetzen als Anakin, das geht nicht. Du bist Mitglied des Rates, aber wir erheben dich nicht in den Rang eines Meisters. Was? Wie kann man dem Rat angehören und selbst kein Meister sein? Setz dich, junger Skywalker. Take a seat. Der Rat möchte, dass du über alle Aktivitäten des Kanzlers Bericht erstattest. Und Schuldesk. Ich verstehe. Wir haben alle Systeme in der Republik überprüft. Aber kein Anzeichen von General Grievous. Im Outer Rim. Grievous sich versteckt. Er kann die nicht aufheben. Ich stimme zu. Das ist mit der Situation auf Kashyyyk, mit den Wookies. Ja, die haben halt übersprungen. Möge die Macht mit uns allen. What about the droid attacks on the Wookies? Oh, hey. Yay. Also erstmal hatte ich Wir fliegen zunächst zum Planeten Utapau. Dort können wir auftanken und unsere Suche planen. Verstanden. Das war ein Klontruppler. Wohin auch? Ihn bräuchte ich eigentlich auch noch. Ich habe so Leute. Ich habe so. Genauso sehen die Klontruppler auch aus, die ich habe. Das sind von der 501. Die haben auch so Visiere. Die sind halt nur im Blau, ja. Na, Commander Cody habe ich noch nicht. Muss ich auch noch holen.
etwa irgendwie. Also ich nehme an, wir müssen ja einfach mal weitermachen, ne? Erstmal. Kriegen wir heute viel erledigt, nehme ich an. Wie Level auch noch. Vielleicht zwei Level. Rasen wir ein bisschen durch, aber und sieht auch irgendwie nicht so aus, als dürfte ich ja viel erkunden gerade. Oh Mann. Schön. Alles klar. World Vision. Muss ich jetzt hin? Ach, ich wollte zum Schiff zurück. Alles klar, die müssen natürlich zwei Charaktere geben, ne? Für den Fall, dass man zu zweit spielen, ne? Warte mal. Können Helden nicht auch, haben Helden nicht auch irgendwie sowas hier? Es gibt ja einige Charaktere, die irgendwie spezielle Aktionen haben, die man freischalten muss. Fallen lassen mehr Herzen fallen. Rüstungsteilen. Haben bessere Schilde. Nö. Der Kopfgeldjäger haben, glaube ich, irgendwie was. Ne? Drück Kreis, um eine Schockgranate zu werfen. Was wird hier? Ja, zum Beispiel die Druide, krass. Vielleicht hätte ich das mal versuchen sollen, aber ich konnte ja sowieso nicht wechseln. Ein Fernweg Trainingsgerät steht dir im Kampf zur Seite und greift deine Feinde an. Ja. Mal sehen, was die ganzen Sachen sind. Und die Steine sind da jetzt nicht mehr das Problem. Jetzt haben wir ja zum Beispiel zwei Dinger, ne? Mit was will ich denn durch die Gegend fliegen? Kann ich überhaupt was auswählen? Ne. Ah, spüre ihn auf Utapau auf. Stimmt, neuer Planet. Das heißt, viel zum Erkunden. Gehen natürlich erstmal auf den Weltraum, ja. Okay. Wir fliegen das zweite Ding da. Obi-Wan steht noch da. General Kenobi. Okay. Und dann gehen wir mal alleine. So. Wow. So, oh, Vorsicht. Pau City. Schon lange her. Ich weiß nicht, ob ich durch Star Wars Battlefront die Namen von einigen dieser Planeten, aber ist schon wieder so lange her, ne? So, warte mal, was ist denn da hinten gewesen? Da ist so ein Stern, der meinen Namen trägt. Ah, ich liebe diese Geräusche. Ah, ich liebe Schiffe, die solche Geräusche machen. Ich freue mich schon, wenn wir irgendwie Episode 4 und Co. so abfangen, ey. Mal eine ganz neue Ära wieder haben, ne? Was ist das hier? Wer ist er? Hier soll ja eigentlich nichts mehr sein, ne? Geht nur so, weil nicht so random Encounter oder so. Halten Sie sich fest, General Kenobi. Was ist das? Ah, du bist so einer. So ein Gold. Ja, du bist sowas von tot. Mein Stück, komm her, Stück. Willst du aber nicht. Wo bist du? Hab das denn? Komm. Hier mal so der Rand von dem Ding. Sagt ein, wie viel AP die haben, ne? Okay, langsam so runter. Schon fast tot, Kollege. Die haben halt so ein bisschen wie dieser Wookie, ne? Den ich überall finden muss, ne? Die sind überall in der Galaxis, ich muss die alle abknallen, ne? Ja, cool. Neuer Planet. 25 Steine, ein Charakter, ein Schiffchen, boah. Immer so toll, wenn wir irgendwie so neu, wenn wir so ein Neuland irgendwie hier betreten, ne? Also wieder so eine ganz neue Erfahrung, die wir machen können. Ah.
Ja, das wäre jemand am Steuer so eingeschlafen gerade. Ja, haha. Paul City. Ah, beinahe Paul. So, da können wir die Geschichte weiterführen, ne? Ein Begrüßungskomitee, wie zivilisiert. Stellen wir uns vor und erzählen Ihnen von unserer Mission. Oh, ihr wollt echt nicht, dass ich meine Aufträge halten. Muss essbar. Und der muss essbar. Na gut, ich würde dann aber erstmal sagen, wir gucken hier uns hier mal uns natürlich um, ne? Richten ein bisschen Zerstörung an. Kann sowieso noch nicht viel machen, weil ich halt eigentlich lohnt es da gar nicht hier sich umzuschauen, ne? Weil ich sowieso nicht alles erkunden kann, ne? Aber machen wir trotzdem. Wieder wohl einige Sachen. Ups. Mich um meinen Kram. Und ganz sicher petze ich nicht an einen Fremden. Meine Lippen sind versiegelt. Ja, die werden hier als Geisel gehalten, ne? Ich bin nicht irre. Ich hoffe, es ist Verstärkung unterwegs. Es wird mehr als einen Jedi brauchen, um uns aus diesem Schlamassel zu holen. Okay. Ja, ich glaube, es lohnt sich gar nicht irgendwie reinzugehen und irgendwie irgendwas zu machen. Gorgon will heiligen Batterieschacht erreichen, um euch Mission abfüllen, aber böser Druid greift an und macht Mission unmöglich für Gonki. Fremdling muss bösen Druiden bekämpfen, damit Gonki Batterie erreichen kann, ohne in Einzelteile zerlegt zu werden. Wer hat dir Gonki helfen? Fremdling, sehr nett. Gonki Mission beginnt in 3, 2, 1, Gonk! Vom Hyperwengt. Gegonkt, vergonkt. Ja, mach mal. Also. Ich soll jemanden erledigen. So, ja. So. Da kann man halt hier irgendwie. Nee. Was ist das denn da? Oh, guck mal. So, angeblich. In einer Boom-Mission, ja, musste ich nämlich die Köpfe von Druiden abschießen. Ich wusste gar nicht, dass da irgendwie eine Funktion ist in dem Spiel. Aber ja, wenn man die Druiden auf die Köpfe schießt, dann gehen die Köpfe kaputt. Aber ich habe irgendwie zu dicke Waffen wahrscheinlich, ne? Na, guck mal da. Oben. Dann bleib mal hier, Kollege. Oh. Oh, ich bin irgendwie enttäuscht, dass irgendwie gerade nicht irgendwie die Szene kam mit so dieses Where the Fun Begins mit Anakin, als sie noch im Weltraum da waren, ne? Habt ihr gewusst, dass es auf YouTube einen Kanal gibt, der hier, für die, die nicht wissen, worüber ich rede, ne? Es gibt ja diese Szene in Episode 3 am Anfang, wo Anakin ja durch die Gegend fliegt, ne? Und irgendwann sagt er, das ist Where the Fun Begins, ne? In der englischen Version jedenfalls. Wusstet ihr, dass es auf YouTube einen Kanal gibt, der diese Szene seit 2 Jahren jeden einzelnen Tag hochgeladen hat? Das ist ein Kanal, der hieß auch irgendwie unglaublich ähnlich, ne? Irgendwie mal mit The Fun Begins Now oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas hieß der, ne? Keine Ahnung. Sehr ähnlich. Und seit 2 Jahren hat diese Person nichts anderes hochgeladen als einen 3-sekündigen Clip, wo Anakin sagt, this is where the fun begins. Jeden einzelnen Tag, seit 2 Jahren. Und die Videos heißen alle Daily, this is where the fun begins. Also gebt das mal bei YouTube ein und ihr werdet bestimmt so irgendwie 300 Videos, mehr als 300 Videos finden, die alle 3 Sekunden gehen und und alle genau gleich sind, ey. Das ist bei der Fun Begins. Muss man eine Playlist vormachen, ne? Die wird dann nur so aussehen. So, ich dachte, ich. Kann ich mir auch schießen? Nein, schade. Ist ja voll dunkel, was hat ihr? Resident Evil 6? Erfülle deine ruhmreiche Mission, Gonk Druide. Pause City. Yo, Gong, 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 also,
Weil er kann ich mit ihm reden. Warum kann er mit ihm reden? Warum kann er mit ihm reden? Mein Gott. Ich will nur mein Lichtschwert wegstecken. Warum ist Lichtschwert wegstecken und rausziehen auf den gleichen Knopf wie Macht? Ich da habe ich letztens schon angeregt. Ich finde das voll dämlich. Hier ist heiliger Batterieschach. Gonk hat ihn im einwandfreien Zustand erreicht. Fremdling sei Dank. Jetzt ab hinein. Ist das? Meiner. Vom Überwind gegonkt. Ah, was ist das? Okay. Ich dachte, da wäre noch was. Bock, wie viele Dinger hier sind. Wir sind ja voll unübersichtlich. Das Schlundloch ist ziemlich tief, ja. Früher konnten wir die Höhlen in den Klippen dort unten erreichen. Aber die Hyperwinde haben den Weg großteils zerstört. Ich nehme an, was auch immer in dann tun wir ihn vergonken. Ist immer noch dort. Ich jedenfalls werde mich sicher nicht darunter wagen, um sie zu plündern. Dann gehe ich dahin, um da zu plündern. Okay, Geonosis. Was? Warte, warte, warte. Das war diese eine Mission, die ich schon gemacht habe. Oh, jetzt einmal höher. Hey, yo, was geht? Ich meine, ich brauche jetzt nicht mehr so darauf achten, irgendwie alles kaputt zu machen, einfach nur, weil ich nicht mehr so viel Punkte brauche, ne? So, tun wir mal alles hier sofort auf Anhieb finden, ne? Das wäre natürlich klasse. Up. Ah, super. Meine Chance natürlich jetzt hier vertan, ne? Ja. Warum habe ich das gemacht? Ich muss da gar nicht mehr hin. War mal jemand das Ding wieder auf? Aber ich dachte, er baut das jetzt echt auf. Ich hab Zeugs kaputt machen. Ja, komm ich natürlich nicht hoch. Hätte ich vielleicht da drauf packen sollen, ne? Obwohl, sind dir genug? Eine Menge, glaube ich. Nein, nicht das Stück. Weißt du, wenn die jedes Mal, wenn die Macht einsetzt, einfach nur machen? Ist dann irgendwie ein Apes Odyssey denken, ja? Exodus, keine Ahnung. Oddworld, mein Gott. Aha! Hau einen Turm. Oh, da war noch einer. Verdammt. Nicht so oder so erreicht. Oh. Ah ja, die werden auf Karte markiert. Deswegen sind ja wahrscheinlich so viele, ne? Mal hier. Kann ich nicht benutzen. Oh. Ich sehe die Dinger kaum im Dunkeln. Vielleicht soll ich nicht so da. Na. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, da wäre so ein Kaiberstein. Ah, Ego-Perspektive. Ja. Da wird Battlefront immer in der Ego-Perspektive gespielt. Ich habe ja aus Fat Person gespielt. Ich kann durch die Gegend gerollt bin. Muss man immer so sehen dann. Ungefähr so. Ich werde keinen Finger rühren, um daran zu kommen. Es ist mir sogar zu mühsam, euch dabei zuzusehen, den Schatz zu bergen. Oh, ich bin echt faul, was? Na klar.
Oder? Oh, da brauche ich ein Dings, ne? Man muss sich dafür extra ein Gerücht freischalten, so im Sinne von, ah. Ich meine immer so, die Gerüchte sollen mir irgendwie so einen Tipp geben, wie ich dann dahin kommen soll, ne? Aber das ist jetzt einfach nur so ein Ding. Und da kann ich halt noch nicht hin, weil ich noch keinen Schrottsammler habe. Ja, da brauche ich kein Gerücht für, muss ich einfach nur einen richtigen Charakter haben. So, warte mal hier. Sehe eine Menge. Die Zeit, ja. Wie viel waren wir? Wir immer vier, ne? Boom. Easy peasy. Meiner. Schalter ohne Pau. Boah. Schalter ohne Pause. Steht jetzt, weil er Planet Uta Power ist. Na, was mit dir hier? Unerhört. Ein Stalljunge ist nicht zur Arbeit erschienen. Wenn er nicht gerade in das Schlundloch gefallen ist, reiße ich ihm den Kopf ab. Werd ihr wohl so nett und füttert meine Wachtüle? Sie sind am Verhungern. Stellt das Fressen einfach auf einem Teller vor sie hin. Und dann tretet schnell zurück, denn sie können beißen. Und manche sind besonders gierig. Okay. Ja. What? Ah. Macht ja ein bisschen einfach dann und dann muss ich so viel wie möglich. Das wäre alles klar. Ja, macht ja relativ einfach dann. Ich habe gedacht, ich muss da irgendwie, weiß ich nicht, mit so einer Karotte oder so dahin gehen. Und dann bevor die mich auffressen, irgendwie direkt wieder abhauen. Noch keiner mehr. Noch keiner mehr. Ja, hey, sind doch keine mehr. Nom. Boah, er hat aus beiden Dinge gleichzeitig gegessen. Oh, ich rutsche. Ich lebe noch. Okay. Hier ist noch sicher anscheinend. Komm ich jetzt da hoch? Gar nicht. Boah. Ja, gute Frage. Ne? Wie komme ich jetzt hier hoch? Ne? Ja. Es gibt immer einen Weg. Es wird immer einen Weg geben. What? Da hinten. Ich muss auch noch die Viecher da füttern. Aber ich muss wieder. Cody, wo bist du? Commander? Was ist der letzte? Oh Mann. Da. Leute. Ich sehe dich. Aha. Oh, ist das ein Schiff? Er ist nicht aus wie so ein Kaiberstein. Guck mal da. Klippengleiter. Hab ich gerade bekommen. Ist aus, genau, Schlüssel sind das, ne? Gadget Grief is a soulless one. Nice.
Ich muss auch immer noch die Viecher füttern. Jetzt verhungern die ja noch. Ja. Okay. Mal gucken, wie der Satz auf Deutsch heißt hier. This is where the fun begins. Ich werde so was von diesen Parts so nennen. Ach, warte mal, da müssen wir halt noch ein bisschen hungern anscheinend, ne? So. Muss ich den Ding erfolgen? Ich sehe ja nichts, hier ist so dunkel. Oh, keine Ahnung. Ich tue erstmal die offensichtlichen Sachen. Wo ich nicht sage, für das wird schaffen werden, ja, noch eine Menge zu finden in den paar Minuten. Ja, die Viecher messen halt verhungern. Wo ist das hier? Boah. Ha. Nein, ich habe doch Ziel gemacht. Hier unter mir ist irgendwo einer. Hier sind noch welche. Da bin ich jetzt wieder hier am Anfang. Boah. Boah, warum müssen wir denn immer noch da oben? Ja, aber boah, ist hier wieder respawned. Ich will den einfach hier so reinpacken. Die Dinger wieder ja reinpacken. Nein. Für den Ranken blockiere mich. Hier, hau rein, Alter. Ja. Komm ich da überhaupt hin rechtzeitig? Oh Mann. Nicht immer so zwischenlagern hier irgendwo. Was ist los? Ich kann nicht hören. Was? Ich kann nicht höher packen. Hallo? Ah. Wir wollen jetzt nicht, dass ich hier extra einmal hier so den Zwischenlager oder so was anderes machen, ne? Ne, von hier aus klappt das, ne? Ja. Und komm mal her. What? Boah, warum sind die Futterdinger hier? Warte mal, die Kamera ein bisschen. Ich sehe nicht. Ich bin gerade. Boah, die Kamera ist gerade. Ich will nicht das Ding bewegen. Ich will. Boah. Gehst du jetzt da hoch? War da irgendwo gerade was? Ah. So, ist das da oben? Ja. Da. Okay, mal die wenigstens noch gefüttert. So, ihr habt ja auch einen Müll. Warum will denn der direkt drei Sachen essen? Man machen ja alle verschiedene Geräusche. Wow, 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 wow. Nein, Mann. Boah. Ja. Ein bisschen ist die Steuerung schon ein bisschen wonky, ne? Ein bisschen mehr oder weniger wonky. Steuerung ist voll wonky. Boah. Wonky. Ja. Okay. Dann kommt's noch du. Natürlich durch wieder irgendwas anderes anvisieren. Meine Güte. Ja, nimm das. Ja, hau rein, Alter.
Er frisst ja drei Schachteln, ne? So, was? Sogar hier? Ja. So. Nice. Allergische Bestien. Okay, cool. So, viel mehr werden wir auch hier nicht die Schnelle noch finden. Ja, da hinten sehe ich noch was. Gehen wir mal da rein, gucken wir mal, was da ist. So. Die Hyperwinde haben uns in den Untergrund getrieben. Also, ja. Mit denen ich schon rede, ich weiß nicht. Hier ist noch einer, komm, kriegen wir auch noch. Was hat der? Oh nee, nicht schon wieder so weit. Mittlerweile weiß ich ja, ne? Ist er wieder hier runter? Irgendwo muss das hier sein, ne? Pass auf. Die sind immer irgendwo hier in der Nähe. Mal auf. Geh da runter. Oh! Geh da runter, sind sie schon mal nicht. Was wird dich notwendig für mich da runter zu springen, General Kenobi? General Kenobi. Oh, was ist das hier? So verdächtig. Hier sind also Dinger, ne? 1, 2. Oh, nice. Ich kann nicht wissen, wie viel wert der war. Okay. Ich meine, hier sind so Dinger, aber wo soll ich denn jetzt wissen, welche Reihenfolge ich hier nehmen soll? Ja, muss ich so gucken? Muss ich von so gucken? Weil die können ja nicht alle gleich sein dann, ne? Vor allem, wo soll ich denn wissen, welcher das ist? Ein, zwei, der zweite? Ja, werden ja nicht alle da sein, ne? Na gut, keine Ahnung, aber ist auch egal. Ich würde sagen, wir sind ja heute fertig, ne? Wir können sowieso noch nicht frei Spiel machen, was ein bisschen doof ist gerade, aber was soll man machen, ne? Wir sind euch mal annähernd hier fertig, aber ist auch egal. Gut, dann sage ich, in der nächsten Folge schnappen wir uns dann General Grievous mit General Kenobi. Und dann haben wir ihn mal voll auf die Nuss, ne? So wie Count Du. Alles klar, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Ach, die ziehen sich mit so einem Haken nach unten. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was die mal da machen von der Animation. Hey! Wird vertagt. Gut, wir sind ja fertig. In der nächsten Folge geht's weiter mit der Story, ne? Damit wir auch hier, weiß nicht, freies Spiel freischalten können, weil sonst bringt's hier irgendwie noch nichts, glaube ich, so alles zu erkunden, ne? Weil wir die meisten Sachen sowieso noch nicht hier machen können. Das hier kann ich mir noch holen. Gib mir das. Boom. Aha. Alles klar. Gut. Zählt das eigentlich auch so als Abschluss hier? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. So viele Sachen, die ich machen muss. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.